Hallo und herzlich willkommen heute zu einer Sendung 2 in einer Vorderpfalz aktuell und Reitsport Extra XXL Info Vorderpfalz aktuell und Reitsport Extra. Wir berichten aus der Pfalz und der Kurpfalz eben für die Pfalz und für die Kurpfalz. Mein Name ist Andreas Petlam und ich begrüße Sie für die kommenden 60 Minuten. Hallo. Themen in dieser Sendung, die Volti WM 2000. Wir haben viel, viel Kassettenmaterial und all das bekommen Sie zu sehen hier in diesem Sender, hier in diesem Kanal. Die Volti WM 2000 zeigen wir Ihnen alles. Es sind mindestens 20 Stunden, wenn nicht sogar noch mehr Aufnahmen von der Volti WM 2000. 3 Tage lang gab es ein super Event in Mannheim. Und es kamen Gäste aus über 20 Nationen, um bei der Voltigier-Weltmeisterschaft vom 3. bis 6. August in Mannheim dabei zu sein. Hier Impressionen zu den Vorbereitungen einer Weltmeisterschaft. Wir waren für Sie auf der Pressekonferenz. Sehen Sie selbst. Noch nie auf einer Weltmeisterschaft. Und das bei 18 Nationen, also nur 3 Nationen reisen nur mit Einzelvoltigierern an. Ja, einige unserer weitgereistesten Teilnehmer sind auch hier, haben wir 2 Vertreter aus Brasilien hier zur Verfügung gestellt, weil ja gerade eben die Kosten sonst ins Immense gehen, wenn Pferde auch transportiert werden im Flugzeug und aus Übersee anreisen müssten. Und hier denke ich, wir haben auch Anteil zum Teil an der Förderung im Ausland, weil sehr viele Trainer und ja, der Austausch unter aktiven Trainern recht groß ist, also die Hilfestellung auch in Deutschland auch noch können. Voltigieren hat ja auch einen sehr sozialen Aspekt. Kabine? Ja, erwähnenswerter Punkt, den man hier... Jetzt stehen hier die ganzen Namen. Ich sage das jetzt mal auch als Ex-Voltigierer, der nun auch die Entwicklung der Weltmeisterschaften das mitbekommen hat. Es ist wirklich eine Besonderheit, sowas in diesem Rahmen auch machen zu können und machen zu dürfen. Die Voltigierer schwimmen sich, glaube ich, hier frei in Mannheim. Davon gehen wir mal aus. Jahr 2000 ist was Attraktives in Deutschland. Ja, ein bisschen der Wiege des Wettkampfsports, des Voltigierens. Also von daher wirklich die besten Möglichkeiten. Es geht schon los draußen auf dem Maimarktgelände. Heute beginnen die ersten Aufbauarbeiten. Am Montagabend reisen schon die ersten Nationen an. Einige haben sich etwas früher angemeldet als eigentlich gedacht. Die müssen wir jetzt noch irgendwo unterbringen. Ich bin am Jonglieren, noch irgendwelche Unterkünfte zu finden. Ja, aber die reisen am Montag schon an. Dienstag ist offizieller Anreisetag. Mittwoch nochmal ein offizielles Training für alle, die die Möglichkeit haben, dann auch nochmal auf den Wettkampfzirkel zu gehen, um auch optimale Bedingungen zu haben. Ja, und ab Donnerstag dann die Wettkämpfe in so einer Kulisse, die es bisher eben auch noch nicht gegeben hat im Voltigiersport. Das muss man einfach sagen. Ich glaube, für die Voltigierer ist das auch was Besonderes, einfach vor so viel Publikum zu voltigieren und dort eben wirklich mal sich und ihren Sport zeigen zu können. Welchen Paten fahren? Halt gar nicht da, sich genügend vorzubereiten. Es ist halt auch nicht so, dass man von heute auf morgen auf das Pferd umsteigen kann. Einen guten Spitzen-Einzelvoltigierer und auf ein Spitzenpferd, das geht schon. Aber man muss davon ausgehen, die Pferde kennen die Küren. Das Gleichgewicht ist ja eine hohe Gleichgewichtsbelastung auch für die Pferde. Die müssen einfach hier mit den Pferden. War das schwer, diese... Gerade auch beim Voltigierzirkel bei Frau Rieder, sind wir eine halbe Zentrale der Pferdevermittlung. Dann kommt bei uns noch dazu, dass 14 Tage später die deutschen Meisterschaften im Voltigieren sind. Dann ist es natürlich auch schwer zu sagen, so, jetzt stellen wir noch ein Pferd zur Verfügung, denn in 14 Tagen muss der auch noch eine Topleistung auf der deutschen Meisterschaft bringen. Also einige haben es abgelehnt, weil sie gesagt haben, das können sie ihrer Gruppe nicht zumuten. Und dazu muss man ja auch sehen, dass wenn so ein Reiterverein die ausländischen Gäste aufnimmt, die müssen ja Unverständnis vorhanden sein. Umgekehrt führt es natürlich zu dauerhaften Freundschaften, zu internationalem Austausch und das ist ja die Nationen keine ausgeliehenen Pferde mehr standen. Also die ganze Regel wurde verkompliziert. Und es wurde ganz schnell wieder abgeschafft, weil man gesehen hat, dass das bei uns gar nicht funktionieren kann und dass auch dieses völkerverbindende Element damit wegfällt. Und es war es die Sache einfach nicht wert. Da gab es richtige Leasingverträge und so weiter. Und jetzt ist es so, das Pferd muss einen FEI-Pass haben, ein internationaler Pass, das war schon immer so. Und sie müssen die für ihre Nation genannten Pferde dann
auch benutzen. Ganz früher war das System noch flexibler, konnte man jedes genannte Pferd nehmen, egal für welche Nation. Und inzwischen ist es so, es muss für die Nation genannt sein. Also Sie müssen sich frühzeitig kümmern und Sie können auch bei jetzt definitiven Ernennungsschluss, der jetzt war, nur von diesen Pferden wählen, die vorher für die Nation genannt waren. Das ist vor allen Dingen ja auch ein Kostenaspekt, das muss man einfach auch sehen. Ustedes tienen pagarlo solo, la federación paga algo para ustedes. Ja, jetzt, wir haben ja? Ja, nicht. Ich sehe mal, für die letzte von 94, wir haben immer, das Föderation hat immer bezahlt, alle. Zum Beispiel die Argentinier, bei denen weiß ich, die bezahlen alles. Ja. Und das einfach, also das ist ein riesiger Aufwand zum Teil, langsam ändert es sich, aber es gibt auch europäische Nationen, wo fleißig noch selber gezahlt werden muss. Also von daher auch die Sache mit dem Pferd einfach, um diesen Aufwand zu reduzieren. Nicht? Das ist ganz, ganz wichtig. Also deshalb ist auch so eine Veranstaltung, wie der Stellenwert innerhalb der Verbände ein anderer wird, damit es nicht immer nur unter ferner Liefen mitläuft. Und man stößt im Moment noch an so viele Grenzen, wenn man was überholt. Selbst die Presse, wenn die rufen uns an und sagen, das und das kann ich nicht erfahren im Verband, weil eben die Infrastruktur in vielen Verbänden für den Voltigiersport nicht vorhanden ist. Und es noch nicht hier in den Köpfen ist. Und in den Gremien, auch im Weltverband, wie weit geht der Einfluss von diesen Ausschüssen, ist immer die Frage. Ist Voltigieren auch innerhalb des CIAZ? Genau. Voltigieren ist all die Jahre auch bei uns im Verband als eine Möglichkeit gesehen worden der Hinführung zum Reitsport. Und aus diesem Grund ist es angesiedelt bei der Abteilung Jugend, sinnvollerweise. Mit und nachvollzogen, wie es notwendig wäre. Das ist ein Punkt, der auch innerhalb des Verbands heftig diskutiert wird. Und wir werden mit Sicherheit mit dieser WM, die wir hier in Mannheim veranstalten, hier einen Beitrag leisten, die Diskussion in die Richtung zu schieben, dass das Voltigieren zumindest in seiner Funktion Hochleistungssport zu einer eigenen Abteilung im Verband werden muss. Bisher ist es deswegen auch kritisch gesehen worden, weil man gesagt hat, wenn man den Voltigierern da so ein eigenes Ding gibt, dann werden die erstens mal ganz verrückt und zum Zweiten das beim Bereich Jugend als Hinführung zum Pferdesport für die das nur so wollen, durchaus belassen kann. Aber die Leistungssportschiene, da muss eine andere Organisationsform gefunden werden, denn das ist im Bereich Jugend nicht so repräsentiert, nicht so unterstützt und wird auch von dort her, vom Management her auch nicht so betrieben, wie das notwendig ist. Auch Dressur hat Jugend und ist im Jugendbereich angesiedelt für die Jugend, aber ne, und das gleiche Modell könnte auch für das Voltigieren funktionieren, das im jugendlichen Bereich, dadurch das Voltigieren-Nachwuchs- und Wettkampfbereich. Und das wird eben nur immer halbherzig bisher gemacht. Es ist noch nicht so. Auf der anderen Seite wird ja die Nationalmannschaft unterstützt, schon seit vielen Jahren, das ist ja da. Also ist es ja irgendwo schon vorhanden, es ist bloß nicht strukturell nachvollzogen. Voltigiersport ist ja, ich sage mal eben auch turnerisch, akrobatisch, eine gestaltende Sportart und hat viele andere Aspekte, die vielleicht der genau das auch mitmachen muss und mit akzeptieren muss. Gut, wir gehen dann auch noch ein bisschen weiter hinaus als Hommage an weitgereiste Teilnehmer, dass ein Bereich argentinische Folklore damit reinkommt. Aber das im Bereich Tango, haben wir ja auch eben, dabei. Das Tänzerische kommt dabei ja rüber, das, was bei uns auch zum Ausdruck kommt. Also ein ganz vielseitiger Schauabend. Erste Block eben auch mehr mit Pferdesport, im zweiten auch noch wesentlich mehr diese gestalterischen Sportarten, um auch einfach mal diese breite Palette zu zeigen. Nein, ich glaube nicht. Die Gruppe, die wir haben, es ist eine sehr junge Gruppe. Und fast alles voltigiert nur für ein paar Jahre. Nur Thais, das ist hier, sie hat mehr, 6 Jahre und noch eine. Und Thais ist Einzel auch. So ist das, como dizemos, a esperanza de um resultado. Ja. Aber der Gruppe ist so jung noch. Wir hoffen, dass sie machen etwas sauber und sicher. Und so, aber keine Medaillen. Wir wissen das. Ausgeschieden. Ein Jahr später hat er die Weltmeisterschaft gewonnen. Also man sieht, es ist ein Pferdesport, auf dem Holzbock wäre das bestimmt nicht passiert.
man, wenn das Pferd nicht mitmacht, hat er... Mit den Deutschen und mit dem Franzosen Matthias Long sicherlich um die Medaillen schlagen. Bei den Damen auch relativ starke deutsche Vormacht, wo am ehesten die Carol Lemon aus den USA noch mitmischen wird. Und sonst, ja, Rest ist eigentlich relativ offen. Bei den Gruppen auch bisher immer in der Spitze die Deutschen im Zweikampf eigentlich mit den Schweizern. Die Schweden sind immer noch gut mit dran, aber auch die Polen haben in der letzten Zeit sehr starke Leistung gebracht und die Tschechen. Und die Tschechen. Und jetzt die Namen nochmal langsam wiederholen, ja, damit man sie auch einsetzen kann. Bei den Herren, ja, der Devin Maitoso als, ja, Titelverteidiger, dann der Matthias Long aus Frankreich. Der gehört sicherlich auch mit dazu, vorne beim Mitmischen. Matthias Lang, ja. Ja, Matthias Lang. Und dann vor allem auch die deutschen Teilnehmer. Mhm. Und bei den Damen? Vorne noch die Caris Lemon aus den USA auch mitmischen. Das heißt, da hat sich in den letzten 2 Jahren nicht so viel... Fehlt vorne als deutscher Heat, da wird es oft nochmal ganz interessant. Mhm. Ja, da gab es schon Entscheidungen um wirklich Hundertstel. Könnt ihr das nachvollziehen? In einem Stadtteil von Los Angeles. Mhm. Und die Antje zum Beispiel, ich weiß es, die ist sogar schon ein halbes Jahr vorher gekommen und hat verschiedene Clubs. Mhm. Und es war noch mehr, also ich weiß eben nur manchmal bestimmte, wo ich persönlichen Kontakt habe, dass solche Dinge ablaufen, dass die also von Club zu Club gereist ist und Pferde ausprobiert hat und dann sich auf einen Club da eingeschossen hat. Zum Beispiel die eine amerikanische Gruppe im Lande hat also da sicherlich einen guten Partner. Also die Amerikaner haben, wenn man jetzt hier unten guckt, Lugano Lude, das ist sicherlich aus Dänemark. Der Lasse Christensen ist ein dänischer Longenführer. Wolfgang Renz hat der Aspas schon gesagt. Emma Trinker ist eine amerikanische Longenführerin. Van Dijk ist ein amerikanisches Pferd. Die Caroline Blunt ist eine amerikanische Longenführerin. Sir Anthony weiß ich nicht. Ich denke, das ist, wo der herkommt. Das habe ich über die Nennung. Devin Maitoso of Carmen? Das ist automatisch das Pferd, was sie nehmen. Mhm. Also statt. Die WM gewonnen in Rom und die Longeführerin war Karin, Marion Gottschalk. Allerdings war der Whisky bis jetzt verletzt. Also er ist jetzt hier genannt, weil man ja hofft, dass er sich wieder macht. Aber ich glaube, er hat dann als Ersatzpferd den Goland, der auch aus dem Hessischen ist, hier von Hungen. Das ist jetzt auch. Ja, weil da gibt es Freundschaften, die sind schon drüben trainieren und kommen dann gemeinsam hin. Fehlt ja auch immer, wir haben ja auch eine Pferdenote. Mhm. Und wenn man jetzt eine Note vergibt, dann vergibt man ja die dem Pferd, wie gesagt, wie der Name schon sagt. Aber das Pferd ist ja nicht sein Pferd. Und jetzt, aber der Einfluss des Voltigierers ist trotzdem da. Wie er auf dem Pferd turnt, wenn der besser und leichter und jetzt aber harmonischer, mehr im Gleichgewicht voltigiert, desto eher besser wird das Pferd gehen und umgekehrt. Also die Interaktion ist ja da. Aber die Note gebe ich eigentlich einem Pferd von einem anderen Nation. Wie viel Prozent macht das dann von der Gesamtwertung aus? Die haben 13 Noten und davon ist eine die Pferdenote. Mhm. Zwei Pferdenoten. Für Pflicht eine und für die Kür eine. Ist zum Beispiel in Brasilien? Ich glaube 3 Jahre vor. Und wir haben fast nur eine Gruppe in São Paulo. So, es war nicht so viel, fast 20 wollte ich hier. Und von diesen 20, wir haben die Gruppe und die Einzel mitgebracht. Unser Best war in Stockholm, ne? Ja, war 9. Kategorie. Aber jetzt wir haben viel mehr, ich habe fast 120. So, wir haben D-Gruppe und jetzt C-Gruppe. Und von dieser C-Gruppe wir haben eine Gruppe gemacht zur Weltmeisterschaft. Und jetzt und auch in Campinas, wo diese ist ein anderer Staat. Und wir hoffen jetzt, dass ein bisschen mehr. Vielleicht nächstes Jahr, wir haben nochmal eine CVI, ne? Wir haben 2 schon gemacht. Und vielleicht nächstes Jahr. Wir haben uns auch um die Patenschaften kümmert. Mhm. Und bei den Patenschaften ist übrigens ADMVV beteiligt. Das Beste mit dem Heim? Die Frau Schober. Marion Schober. Warte mal, das war bei USA gestanden. Großbritannien, Longshore. Der heißt so? Ja, der heißt Pferdesportverein, gell? Heißt der Ludwigshafen. Also eine Besonderheit ist, dass die deutsche Gruppe, die Ingelsberger, die sind ja aus dem Raum München, östlich von München,
dass das eine Gruppe eines reinen Voltigiervereins ist und keines Reitervereins. Es ist eine Gruppe, die auch zu groß geworden ist in einem Reiterverein, die dann platzmäßig... Das wird den immer wieder halten. Genau. Ja, solche Probleme tauchen natürlich da auf. Die haben inzwischen 120 Voltigierer. Das haben wir auch schon gehabt. Oder, nee, die haben inzwischen sogar mehr. Ich glaube, 200 Mitglieder. Ja, 10 Wettkampfgruppen haben eine eigen gepachtete Reithalle, haben jetzt eine Turnhalle zugebaut. Ingelsberg, ja. Sind auf einem Hof unterkommen, so diese modernen Bauernhöfe, die dann einen Reitbetrieb angliedern und haben 23, glaube ich, Ausbilder. Und die haben der Preis ist nicht billig im Raum München und trotzdem haben die einen riesen Zulauf. Und da ist übrigens die Tochter von der Monika Hohlmeier drin, die Kultusministerin von Bayern, wenn Sie mal die Teilnehmer von der Gruppe Ingelsberg angucken. Ist dann auch Stadt früher wollte ich hier. Und das muss man doch mal. Zwischen 60.000 und 70.000 Voltigierer, man muss, also Spitzensport, wenn wir da bei, ich sag mal so 10% ungefähr. Da ist die Frage, wo fängt gerade der DC-Bereich, sondern müssten wir A, B ist die höchste Klasse, müssten wir da anfangen. Da gibt es aber bisher keine separaten Statistiken drüber. Wobei ja auch Voltigierer manchmal in der Mannschaft und im Einzel starten und da wären das ja auch wieder Doppelnennungen. Aber der Verband baut im Moment ein neues System aus. Die brauchen ja Voltigierausweise jetzt, die nicht mehr regional vergeben werden, sondern bundesweit. Und durch dieses System kriegt man dann endlich mal Fakten auf den Tisch. Aber das ist gerade im Aufbau und das ist noch mit einigen. Wenn man Spitzensport bedeutet, wie erfasse ich eben diese ganzen Kinder oder auch Vorbereitungsgruppen in den Vereinen? Ne? Es gibt Vereine, die solche Fragebögen sehr ordentlich ausfüllen und andere gar nicht. Ja, und das ist ja eine freiwillige Sache. Und jetzt durch die Ausweise ist es eben, das schon gesagt worden ist, dass die Altersgrenze sowohl national als auch international bei den Gruppen bei 18 liegt. Und es auch immer wieder in die Diskussion kommt, besonders in den Ländern in Übersee, die sagen, wir haben eine Gruppe aufgebaut, wir haben gute Leute und die hören am Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit auf. Und es ist eigentlich für gerade besonders im Ausland, wo das noch so einfach ist, da vom Wettkampf auf die Waage zu steigen und klar zu bekennen, wie viele Kilos oder Pfund es dort anzeigt. Also es ist auch so ein bisschen peinlich berührt, habe ich schon öfters, da gibt es ja jetzt im Internet auch so Chatforum und wenn man sich da mal einklingt und hört, was die Kids so miteinander diskutieren. Und da sind dann solche Themen ganz wichtig. Ja, also wie ich persönlich auch begrüßen würde, muss ich ganz offen sagen, dann denke ich, wäre das nicht so ein großes Problem. Es gab viele Jahre auch das Problem, dass international eine Altersgrenze für Einzel existiert hat. Es war auch diese traditionelle Geschichte, der Sport wird nur im Weltverband aufgenommen, weil es ein Zulieferer des Reitsports sein soll. Und man hat das längst jetzt abgeschafft und die Entwicklung zeigt eindeutig, wenn dann Beruf und Familie und andere Schwerpunkte im Leben gesetzt werden, dass die automatisch dann ja, das nicht endlos weitermachen. Oder wenn sie auch weiß Gott nicht mehr die Wertnoten kriegen und bei denken und dann wo wieder da haben sie auch die Zeit aufgehalten. Ich denke, es wird sich von selber lösen. Also meine Damen, aber wir haben rote Das waren Eindrücke von einer Pressekonferenz, Vorbereitungen zur VoltiBM 2000. Es gibt im nächsten Teil noch viel Interessanteres, nämlich auch Aufnahmen von der Voltigier-Weltmeisterschaft selbst. Es ist jede Menge Arbeit dazu notwendig gewesen, jede Menge Vorbereitung. Das waren Eindrücke von den Vorbereitungen. Vorbereitungen, das ist aber auch die VoltiWM bekannt zu machen, Öffentlichkeitsarbeit. Was ist Voltigieren überhaupt? Einige Ihrer Fragen sind sicherlich jetzt beantwortet. Weitere Fragen werden in den kommenden Ausgaben von Reitsport Extra und Vorderpfalz aktuell beantwortet werden. Nun, mit der Voltigier-Weltmeisterschaft haben wir nach der Europameisterschaft der Springreiter 1997 ein zweites großes, bedeutendes reitsportliches Ereignis nach Mannheim gebracht, ein großes Championat. Natürlich kann sich Voltigier nicht mit Springreiten vergleichen, auch in der Öffentlichkeitswirkung nicht. Aber wir haben hier immerhin 20 Nationen am Start, von Australien über Süd- und Nordamerika bis zu den europäischen Nationen, auch den osteuropäischen Nationen. Mannheim wird im Blickpunkt des Interesses nicht nur der Voltigiersport-interessierten Welt, sondern der reitsportinteressierten Welt stehen, in dieser Woche 3. bis 6. August. Für die Stadt Mannheim bedeutet es ein weiteres großes Sportereignis in dieser Sportmetropole in der Kurpfalz. Und auch der Rhein-Neckar-Raum wird davon profitieren, um ein kleines Beispiel zu nennen. Als regionale Komponente haben wir mit der Stadt Schriesheim einen Journalistenabend vereinbart,
um den Menschen, die hier in diese Stadt, in diese Region kommen, um ihnen diese Region näher zu bringen? Na gut, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber über ein Jahr arbeiten wir schon an dem Thema. Das nächste große reiterliche Event für Mannheim wird sein die Deutsche Meisterschaft im Jahr 2002 und dann im Jahr 2007 eine Welt- oder Europameisterschaft Springreiten. Der Kartenvorverkauf für die Vulti-WM war erstaunlich gut. Ich habe damit so nicht gerechnet. Für den Sonntag gibt es noch ein paar hundert Karten. Also wer Sonntag noch für das Finale dabei sein will, der muss sich jetzt beeilen. Samstag und Freitag gibt es naturgemäß noch einiges an Karten, keine Frage. Aber insgesamt lief der Kartenvorverkauf deutlich besser, als ich das erwartet habe. Voltigieren ist ja noch nicht so bekannt wie Springreiten, Dressurreiten. Wie hat sich denn der Anfang bei diesem Sport gefunden? Das heißt, wie offenbar? Nun gut, wir hatten, ich sage jetzt mal, das Glück, dass wir mit Karstadt, der als Presenting Sponsor auftritt, ein Unternehmen gefunden haben, das sich generell im Voltigiersport engagieren will, auch wegen der sozialen Komponente in diesem Sport. Wir haben mit den Partnern MVV und Gasversorgung Süddeutschland zwei bewährte Partner schon aus den Zeiten der Europameisterschaft 97, auf die wir zählen können, die mit uns auch mal ein Event machen, das man ihnen zunächst noch näher erklären muss, dass sich nicht aus der Lektüre der Zeitung so einfach darstellen lässt. Eindrücke von der Pressekonferenz, Vorbereitungen zur Volti-WM 2000. Es gibt im nächsten Teil noch viel Interessanteres, nämlich auch Aufnahmen von der Voltigier-Weltmeisterschaft selbst. Es ist jede Menge Arbeit dazu notwendig gewesen, jede Menge Vorbereitung. Das waren Eindrücke von den Vorbereitungen. Vorbereitungen, das ist aber auch die Volti-WM bekannt zu machen, Öffentlichkeitsarbeit. Was ist Voltigieren überhaupt? Einige Ihrer Fragen sind sicherlich jetzt beantwortet. Weitere Fragen werden in den kommenden Ausgaben von Reitsport Extra und Vorderpfalz aktuell beantwortet werden. Ich danke fürs Zusehen, Ihr Andreas Petlam.